Ich habe zu diesem Thema Gendern eine Empfindung und einen Gedanken. Die Empfindung ist folgende: Sobald ich gegenderte Sprache höre oder lese, wird mir körperlich übel. Ich glaube, so wie übel Eric Clapton wird, wenn er falsche Töne auf der Fender Stratocaster Gitarre hört. Und der Gedanke dazu ist, ich halte Gendersprache für eine postaufklärerische, neomittelalterliche Form von Tollwut und hoffe, dass das bald wie eine Seuche oder wie eine Mode vergeht. Ähnlich denkt das Peter Sloterdijk, der bedeutendste Philosoph, der auf der Welt im Moment lebt, und meiner festen Überzeugung nach 99% unserer Bevölkerung.